herzlich willkommen zu einem neuen DIY. Egmont hat mich gefragt, ob ich Bock hätte, was zu Atelier of Witchhead zu machen. Und ich war so, oh mein Gott, natürlich! Weil ich mega Fan von dem Manga bin und auch mega Bock habe. Und deswegen machen wir heute ein Hexen-Starter-Set, bestehend aus einem customized Federkiel, dem Wurm natürlich, weil der Wurm ist das Beste. Er hat nämlich auch ein Poloch und ist voll süß und das finde ich ziemlich gut. Und einem Hexenhut, weil es ja offensichtlich um Hexenhüte geht. Los geht's. Ich bin einfach in den Bastelladen gesteppt und hab mir so einen Federkielhalter gekauft, mit einer Feder natürlich, damit man später auch schreiben kann. Ich bin leider mega schlecht da drin. Es gibt Leute, die verbringen Wunderwerke damit, ich nicht. Aber das ist ja ein guter Ansporn zu üben, wenn der erstmal richtig schön ist. Und wir machen jetzt quasi mit Heißkleber schöne Muster drauf. Ihr könnt euch da komplett frei austoben. Wer richtig krass ist, kann aus der Heißkleber auch einen Drachen formen und den dann anmalen. Völlig egal, ihr könnt Sachen raufkleben, dann trocknet die Klebe und dann wird das angemalt. Ich habe jetzt die Feder erstmal wieder rausgenommen, weil es einfacher ist zu arbeiten. Und ich habe von der Sweet Sacrifice Kollektion noch so Glitzersteinchen. Und wenn es um Zauberer geht, finde ich, sind Glitzersteinchen nie verkehrt. Und ich würde die jetzt hier einfach vorne mit raufkleben und so ein bisschen von außen mit Klebe einmanteln. Weil dann, ja, macht man natürlich gleich viel mehr Magie, wenn es auch gut aussieht. Das Interessante ist in dem Manga, es sind zwar Hexen und man könnte fast sagen, das hier ist der Zauberstab, aber sie zaubern, indem sie Runen auf den Boden oder ihre Schuhe oder wo auch immer hinmalen. Und die Heldin der Geschichte ist Schneiderin, deswegen liegt mir die Geschichte vielleicht auch besonders am Herzen. Und ist natürlich gewohnt zu zeichnen, indem sie mit der Kreide anzeichnet. Heißt, das ist so ein bisschen familiar für sie und sie weiß, was sie da irgendwie macht. Und in dieser Welt, in der sie sich bewegt, wird allen Leuten gesagt, ja, wenn du zaubern willst und Hexe sein, dann musst du damit geboren sein, weil sonst hast du einfach Pech. Und dann kriegt sie irgendwann so ein Notizbuch geschenkt und diese magische Tinte und halt einen Füllfederhalter. Und bam, auf einmal kann sie zaubern. Und jetzt denkt ihr, ich habe euch voll gespoilt, aber das passiert irgendwie in den ersten 10 Seiten. Und das ist natürlich voll die Kontroverse, weil was passiert, wenn alle anderen Leute das auch rausfinden, dass eigentlich jeder zaubern kann? Voll krass. Und ja, es gibt leider noch nicht so viele Bände, aber es ist auch mal schön, in Zeiten von Netflix nicht alles in 2 Tagen durchzubingen, sondern sich auch mal auf was zu freuen. Und ja, weil ich mich ja auch gerade mit diesem ganzen Hexenkram beschäftige und so, hat das voll in mein Herz getroffen und es ist auch so hübsch gezeichnet, finde ich. So ein bisschen Albrecht Dürer-mäßig. Fast schon ein bisschen deutsch, könnte man sagen. Das ist so ein bisschen das gleiche wie bei den Harry Potter Zauberstäben, die wir schon mal an Weihnachten gemacht haben. Da könnt ihr echt euch kreativ auslassen. Neu ist natürlich, dass wir so Sachen einbetten, aber ihr seid da frei. Das ist ja dann schließlich eure Zauberfeder. Wenn ihr zufrieden mit eurer Heißklebe-Sache seid, dann holt ihr euch Acrylfarbe in verschiedenen Farben, je nachdem, welche Farbe ihr haben wollt. Ich finde so eine Holzoptik ganz nett. Ich werde jetzt irgendwie sowas Schwarz-Mahagoni-Braunes machen und dann, wenn die Klebe gut getrocknet ist, einfach anmalen. Jetzt stecke ich die Klinge doch mal wieder rein. Die Klinge. Ich meine die Feder. Bei mir wäre es dann eine Klinge. Obwohl, damit kann man auch Leute töten, glaube ich. So, dann können wir das jetzt nämlich hier festhalten. Wenn ihr ein bisschen mehr Struktur wollt, dann könnt ihr einfach mit ein bisschen dunklerer Farbe das so ein bisschen abwedeln sozusagen. Also den Pinsel so gut wie trocken machen und über die erhabenen Stellen so rüber. Dann kriegt das so ein bisschen mehr Struktur. Sieht aus, als wäre es ein bisschen benutzter. So, also wenn das mal nicht die coolste Schreibfeder der Welt ist, dann weiß ich auch nicht. Die lassen wir jetzt erstmal trocknen und kümmern uns um natürlich den Hut. Für unseren Zauberhut brauchen wir etwas, das nennt sich Schabrake. Ja, du alte Schabrake. Ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang. Das klebt von einer Seite, das ist wie Fieseline, aber es ist auch gleichzeitig wie Pappe. Also ihr seht schon, es ist super steif und damit kann man alles machen, was irgendwie Stand haben soll. So krasse Schulterdinger, Hüte, Gürtel, also alles, wo man möchte, dass Leute dagegen laufen und sich wehtun. Das ist ungefähr, wofür es da ist. Das kommt aber erstmal wieder runter, denn wir müssen ja erstmal einen Schnitt machen und einen Schnitt von so einem Zauberhut sieht einfach aus wie so ein Kegel, der unten rund ist. Als erstes machen wir einen horizontalen Strich und der passt sich natürlich immer so ein bisschen eurer Kopfform an. Wenn ihr halt einen riesen Wasserkopf habt, dann ja, muss das einfach ein bisschen größer sein. Meins ist jetzt 47,5. Da markieren wir uns mal die Mitte. Da ziehen wir einen Strich hoch.
Und rechts und links hängt auch ein bisschen davon ab, wie hoch soll euer Hut sein. Ich setze jetzt mal so 34, 35 an. Und hier setzen wir jetzt auch so 3 cm runter und machen da eine Rundung draus. Sowas. Wenn ihr kein Kurvendienal habt, dann ist das egal. Macht das einfach aus der Hand. Das wird schon irgendwie. Und das klappen wir jetzt in der Mitte, damit wir genau die gleiche Kurve hier auch haben. Hutmacher ist auf jeden Fall ein krasser Job. Bei mir auf der Schule gab es damals die Hut-AG und ich war natürlich so, oh geil, Hut-AG. Bin dahin und es ist einfach so ein unfassbar schwieriger und anstrengender Job, dass ich nach diesem einen Hut, den ich fabriziert habe, gesagt habe, das ist kein Job für mich. Und Hutmacher nennt man übrigens nicht Hutmacher, sondern Modisten. Könnt ihr in Zukunft angeben, wenn ihr mit Leuten redet. Jetzt holt ihr euch den Oberstoff, den ihr haben wollt und schneidet das einmal aus. In meinem Fall ein Lila, weil Lila ist irgendwie mysteriös. Obwohl in dem Buch haben sie immer mehr so gedeckte Farben, aber es kommt wahrscheinlich auch auf den Zauberer an oder die Hexe. Was wäre denn eure Zauberhutfarbe? Man kann auch kombinieren. Man kann bestimmt auch Regenbogenhexe sein. Oder, weiß ich nicht, Gothic, Spinnenweben-Hexe, Cloudrap, 90s, Fire-Muster-Hexe. Ja, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und das gleiche auch nochmal aus unserer Schabracke. Immer wieder lustig, wenn man sagt. Das Ganze bügeln wir jetzt aufeinander und wenn ihr unten noch so einen Rand haben wollt, dann ist das einfach so ein langes Teil. Ich würde das immer ein bisschen länger zuschneiden, als der eigentliche Hut ist, weil dann hat man nicht so viel Stress. In dieser Hexenwelt sind Hüte halt voll das zentrale Thema und alle haben so voll die mega geilen Sachen mit so gruseligen Augen davor und so. Ich finde, das ist voll die schwere Entscheidung, weil wenn du wahrscheinlich einmal einen Hut hast, dann bist du halt die Hexe mit diesem super weirden Augenhut oder du bist halt der Typ mit dem grünen Ding und diesen Dreiecksachen drauf und so. Und das bist du wahrscheinlich für immer. Heißt, wenn du irgendwann keinen Bock mehr auf deinen Hut hast, kannst du den nicht mehr ändern. Ein bisschen so wie bei YouTube. Wie bei mir. Ich bin halt die Basteltante. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt auf einmal so einen Beauty Kanal, dann ist das wahrscheinlich ziemlich schwierig. Also da muss man sich echt gute Gedanken drüber machen, wie sein Hut aussieht. Wir machen jetzt hier einfach nur diesen Standard-Dreiecks-Lehrlingshut. Aber wenn ihr den Manga kauft, dann seht ihr, es gibt echt abgefahrenen Scheiß. Wir nehmen jetzt diese Schärpe für hier vorne, diesen Besatz, erstmal oben zusammen und drehen das Ganze dann um, damit wir das gleich hier unten dran machen können. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben ja hier so eine kleine Spitze, da schneiden wir jetzt einfach mal so ein Stück Nahtzugabe ab, damit sich das besser umdrehen lässt. Für alle, die sich gerade fragen, was ist Nahtzugabe, wie bediene ich überhaupt eine Nähmaschine, die können jetzt hier oben hinklicken. Da gibt es eine Playlist, die nennt sich Nähen für Nerds und da bringe ich euch so ein bisschen die Basics bei. Nahtzugabe auseinanderbügeln, damit es schön aussieht. Umdrehen. Und entweder kann man das jetzt flach steppen oder bügeln, aber es ist ja nur ein Hut in dem Fall, würde ich das einfach mal bügeln. Damit das jetzt auch alles schön funktioniert, legen wir unsere hässliche Seite so irgendwo hin. Die schöne Seite guckt mich an und da legen wir das so drauf, Mitte, Mitte. Und das nähen wir jetzt einmal fest, genau so. Und jetzt klappen wir das so nach oben. Am besten noch ein bisschen bügeln. Mit Schabracke muss man immer ein bisschen kämpfen, aber dann klappt das auch. Es kann sein, dass eure Nähmaschine das nicht packt am Anfang, weil es zu dick ist. Dann müsst ihr das leider mit der Hand machen oder ihr macht eine Ledernadel rein. Meine hat das jetzt hier natürlich durchgekloppt, aber die näht auch Fahrradreifen zusammen. Von daher ja, müsst ihr einfach schauen, wie es für euch funktioniert. Damit sich das gleich schön umdreht, schneiden wir hier oben wieder die Spitze weg und drehen das Ganze um. Das wird jetzt ein kleiner Kampf, da muss man leider durch. Aber wenn du das geschafft hast, bist du ein mächtiger Zauberer. Auf jeden Fall. Und das ist ein exzellenter Punkt, um einen Cut zu machen und das an die Praktikanten weiterzugeben. So, damit das Ganze hier noch ein bisschen spannender wird, gibt es jetzt noch ein Glitzersteinchen. Wir hatten auch kurz einen Augapfel drauf, aber nee. Fertig ist der Hut. Ab zum Pinselwurm. Für unseren Pinselwurm brauchen wir flauschigen weißen Stoff. Umso flauschiger und langfloriger, umso besser. Außerdem schwarze Wolle für sein Polo.
und Filz für seine Augen und natürlich Heißklebe zum Festkleben. Und an sich sieht das Ding ja einfach aus wie so ein langer Wurm. Ich meine, das heißt ja auch Pinselwurm. Und den kann man sich dann als Schal umlegen oder Leute damit verkloppen, alles was ihr möchtet. Und es ist auch wirklich relativ einfach, weil wir machen eigentlich nur einen Schlauch. Wenn man so langhaarige Stoffe hat, dann ist es wichtig zu gucken, in welche Richtung zeigt das. Also schlau wäre es natürlich, bei dieser Art lang zuzuschneiden, also an der Webkante entlang und nicht so. Weil dann sieht der Flor irgendwie seltsam aus. So wäre es ja quasi auch in echt, glaube ich. Wie so ein Katzenschwanz. Ich glaube so 20 cm mit Nahtzugabe 22, das ist eine gute Breite, weil dann haben wir nur eine Naht. Wir nähen nicht zwei Teile zusammen, sondern klappen das einfach so und schummeln ein bisschen. Wenn ihr wollt, dass er wirklich um euren Hals liegt, bei mir sind das jetzt ungefähr 70 cm, wer ein bisschen größer sind, das sind dann vielleicht 80 oder 100, müsst ihr bei euch ausmessen. Aber meiner wird jetzt 70 cm lang. Die können ja vielleicht auch wachsen. Wie groß werden die? Wären die 2 Meter groß oder lang? Keine Ahnung. Irgendwann muss zu diesem Manga eine Monster-Enzyklopädie rauskommen. Wir wollen natürlich, dass der Kopf und der Po hinten rund sind. Deswegen machen wir hier an den Enden Rundung draus. Wir packen jetzt einfach rechts auf rechts, geht ja auch gar nicht anders. Fangen hier an, nähen bis zur Mitte, da lassen wir ein bisschen was offen und nähen den Rest auch zu. Den drehen wir jetzt um. Okay, meiner ist jetzt vielleicht ein bisschen fett geworden, aber wäre das wirklich mein Haustier, dann würde ich ihn halt auch komplett fett füttern, dass er halt voll früh an Leberverfettung stirbt. Aber dafür ist er halt voll süß, ne? Der braucht jetzt natürlich noch Augen und ein Polo. Man kann das nicht so witzig finden wie ich, gerade wenn man den Manga nicht gelesen hat, okay? Wenn ihr den gelesen habt, findet ihr das auch lustig. Ihr müsst das Video dann einfach nach dem Lesen nochmal gucken. Was ich mich frage, es sind ja noch nicht so viele Bände draußen, ob es noch mehr Tiere gibt als Drachen und Pinselwürmer und ob jede Hexe so ein Spirit Animal hat. Meins wäre natürlich ein Opossum, das ist euers. Also normalerweise bei so Plüschis würde man die ja füllen, aber dieser Wurm ist so vom Movement so ganz dünn und ja, mehr wie so ein Aal oder so eine Moräne. Deswegen finde ich den jetzt platt eigentlich gut. Wir lassen den so. Wir nähen nur noch seinen Bauch zu. Der Wurm kann ja gar nichts sehen, deswegen gibt es jetzt zwei große weiße Kreise, in denen zwei kleine schwarze Kreise sind. Und die kleben wir einfach mit Heißkleber auf. Und natürlich auf der anderen Seite ein Polo mit schwarzer Wolle, würde ich sagen. Das ist das Einfachste. Große Nadel, schwarze Wolle, los geht's. Das kann ich auch in meinen Lebenslauf schreiben. Hat ein Polo genäht. So, es ist ein bisschen versteckt, aber es ist da, okay, fürs Gefühl. Pinselwurm. So. Das waren eigentlich 3 DIYs in einem, aber ihr seid das ja schon manchmal gewohnt, ein bisschen mehr Content abzukriegen. Wir haben auf jeden Fall, finde ich, ein ziemlich cooles Starter-Set. Und damit ihr auch ein Starter-Set habt, beim Lesen gibt es Folgendes zu gewinnen. Es gibt zu gewinnen Band 1 bis 3 in der Limited Edition mit richtig nicen Extras. Ehrlich gesagt, so coole Extras habe ich noch nie bei einem Manga gesehen. Und das sage ich nicht, weil sie mich für dieses Video bezahlen. Und eventuell Band 4, wenn es schon draußen ist. Schauen wir mal. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal ein bisschen mehr heute, aber ich finde, wir haben coole Sachen gemacht und ich würde mich unfassbar freuen, jemanden auf der Buchmesse zu sehen, der was daraus cosplayt. Das wäre mega cool. Vielleicht habe ich euch ja inspiriert und ein bisschen auf den Weg gebracht. Ansonsten würde ich mich auch über Pinselwürmer freuen und deren Polöcher. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vergesst nicht zu abonnieren, denn jeder Pinselwurm bekommt ein neues Zuhause dadurch. Tschüss!